So, dann läuft die Aufnahme wieder. So. Hallo. Wir sind mittlerweile bei Mira gelandet. Das ist richtig. Und wir fliegen immer noch. Komm, dann. Wir sind noch nicht gelandet. Wir fliegen noch. Okay, wir landen jetzt bei Mira. Mira kann man auch nicht landen, weil da kann man nur andocken. Wir landen jetzt bei Mira. Wir erscheinen. Wir landen auf Mira. Ist das jetzt Xenoblade Cross oder was? Ah. Ach, schon wieder Conan Imposter. Das gibt's doch nicht. Mein Gott, war der Witz gut. Oh mein Gott. So, bin nicht so der größte Mira-Fan, weil man hier nicht so viel, aber ist okay. Nicht so viel Abwechslung hat. Aber ich denke, wir werden in dem Part noch zum Airship wechseln. Okay. Kannte ich noch gar nicht. Ach, hier. 8, 3, 5, 3, 4. Okay. Oben liegt tatsächlich die Leiche. First is down. Oh krass. Also ich behaupte, das war mit ziemlicher Sicherheit weder Nico noch Conan. Würde ich auch behaupten. Also zumindest wo für war mich. Das jetzt? Das, die Leiche muss im Reaktor gewesen sein, oder? Ist es auch. Ja, da war ich nie. Ja. Also. Jetzt brauche ich es ein bisschen, Benny nicht gefolgt zu haben, weil ich war die ganze Zeit mit Benny zusammen. Also Xehan ganz am Ende wurden wir getrennt. Und da bin ich halt nach rechts gegangen, weil ich da noch Tars hatte. Er ist da oben gegangen. Er hätte ihn jetzt theoretisch killen können, obwohl er mich die ganze Zeit 3 Millionen mal killen hätte können. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also, ich stand ziemlich lange am Doorlock und die einzigen Leute, die in der Mitte die 3 Punkte für den Doorlock betreten haben, waren ich, Nico und Conan. Also alle anderen Leute sind da nie lang gelaufen. Also sie waren wahrscheinlich alle beim Reaktor. Warst du ganz am Ende auch beim Doorlock? Ja. Das kann nicht sein, weil da war ich gerade. Ja, ich weiß, wir waren da auch zusammen. Ich stand neben dir. Also ich wollte gerade wieder zum Doorlock gehen. Also ich war halt 5 Sekunden vorher da, bin kurz hochgegangen, wieder runter, hab gesehen, dass du da reingegangen bist und dann ist die Leiche reportet worden. Okay. Weil ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht der Imposter war, der neben mir aufgetaucht ist. Nein, weil nein. Das wirkte so, als wäre der unsichtbar gewesen und ist dann aufgeploppt. Aber nein. Ich könnte mich auch irren, weil. Wo ist der Doorlock? Entweder das oder das hat gelenkt. Der Doorlock ist gegenüber von dem Eingang zum Reaktor. Also du gehst doch in den Reaktor reingehst. Da ist ein Flur und auf der genau gegenüberliegenden Seite ist eine andere Tür und da ist der Doorlock drin. Hä? Vom Eingang zum Reaktor? I communicate. Also. Communications heißt das auf der Map. Ah ja, weil Reactor ist für mich jetzt nur der eine Raum da oben. Okay, also gegenüber von Lockerroom. Ja, weil da ist der Eingang zu dem Gang zu Reactor. Ja, ich habe dich nur ein paar Mal, du bist mir hinterhergelaufen, als ich zu Admin hoch bin und dann habe ich... Korrekt. Dann war's ich habe das Doorlock auf Possibilität überprüft, weil ich halt wusste, dass du da oben bist und Nico unten rechts oder Nico war glaube ich auch oben und du warst erst unten rechts, ach keine Ahnung. Ich drück Skip, aber auf jeden Fall, es war nicht Nico oder Conan, danke. Na gut. Machen wir Office weiter. Process Data. Oh. Ein Download. So. Und dann noch zum Reaktor. Und dann haben wir es auch schon wieder, ne?
Oh, haben wir nicht. Weil das jetzt den nächsten auslöst. Theoretisch ist Nico noch oben. Benny kommt mit dazu. Die müssten es eigentlich schaffen, wenn nicht einer von beiden Dings ist. So. Jo. Aber ich gucke jetzt hoch, weil ich bin ja jetzt fertig mit allem. Alles klar. Ist er mir eben noch entgegengekommen? Ich glaube, der ist mir eben noch entgegengekommen. Wo hast du ihn denn gefunden, Veit? Moment, in Communications. Das gibt's dann, ja. Also, was okay, ich gesehen habe, ist... Also, Benny stand am Doorlock, dann kam ich, hab mir auch kurz das Doorlock angeguckt, hab gesehen, dass ganz viele Leute im Norden der Map gewesen waren und bin dann da hingegangen, um zu gucken, ob da eine Leiche liegt, und dann ist da irgendwann reported worden. Also, ich weiß, also war eine ganze Weile zwischen vergangen, also Benny kann schon wieder ganz woanders gewesen sein. Genau, wir wissen am Nico und ich. Reaktor gefixt. Richtig. Ja, Benny war am Ende mit mir da, ja. Das ist dieses Doorlock-Ding auch in Communications? Ja. Ich hatte da noch so einen Knopf, okay. Ja. Ja. Also Reggie wollte sich das wahrscheinlich gerade angucken, als er gestorben ist. Ja, also Nico und Benny sind, wenn Benny ihn nicht vorher schon getötet hat und der da schon die ganze Zeit tot lag, was ja scheinbar nicht der Fall ist, dann sind Nico und Benny safe. Ich bin rüber zu Launchpad gegangen, hab da meine letzte Task gemacht, also ich bin fertig. To be fair, ich glaube, ich habe den Raum verlassen, bevor Benny ihn verlassen hat. Dann bleibt eigentlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du es nicht warst und du bist ja für den ersten Kill gar nicht so gut möglich, nur ein Self-Report von Fight. Naja, Reggie meinte vorhin, es wäre Xehan gewesen. Reggie ist jetzt tot. Das ist korrekt, ja. Reggie hat mich belastet, also aber ohne Grund. Ich würde dich jetzt trotzdem dann nicht komplett ausschließen wollen. Ich würde hingegen Benny nicht komplett ausschließen. Ja. Benny kann gut. Ja, aber wenn er vorher nicht tot war, dann ist ja Benny hoch zu Reaktor, dann konnte ihn ja gar nicht mehr dort unten umbringen. Ja, stimmt, aber als ich von Communications durchgegangen bin. Und dann haben wir uns dort auch bewegt. Es ist halt theoretisch möglich, dass ich Communications verlassen habe, Reggie Communications betreten hat, Reggie gestorben ist und naja, egal, ich drück trotzdem Skip. Ja, über die Task sollte das auch gut laufen. Ja. Wenn die Geister mitmachen. Das ist hier zu riskant. Ja, wie gesagt, wir sind fertig. Da gucke ich mir jetzt auch mal diesen Doorlock an. Ich will mal wissen, wie das Ding funktioniert. Schon wieder? Ah, das ist der Doorlock. Hä? Wait, da ist gerade ein anderer Bin ich dumm? Bin ich stupid? Ist da nicht gerade ein anderer Xehan hochgegangen? Ja, okay. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gesehen. Können wir bitte skip voten? Ich habe nur noch einen einzigen Task und ich war gerade einen Klick davon entfernt, den zu lösen. Ja, okay. Oder wir voten einfach Fight raus. Nein, ich hab den Kill halt nicht gesehen, aber wenn Fight, wenn du jetzt natürlich zugibst, dass du Imposter bist und wir dich voten, dann ist es auch okay. Ich bin nix zu. Ich war nix. Ja, dann drück ich Skip. Ja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen salty. Ich war einen Klick weg von diesem Scheiß. Von diesem Scheiß-Task, danke. Okay. Hey, was? Oh. Ich troll nicht, ich will meinen scheiß Task fertig machen. Danke. Ja, gut. Und hätte schon vorbei sein müssen. Ja. Ja, weil wir nicht wurden.
Einen Kill könnt ihr theoretisch noch strategisch hinbekommen, aber unwahrscheinlich. Hast du so ein Glück, Alter. Ich glaube, wir brauchen mehr Tasks. Weil immer wieder sagen wir, wir schaffen das über Tasks und dann brauchen wir, glaube ich, mehr. Ja, wir brauchen wirklich mehr Tasks. Ja, ich habe ja vorhin gut gesagt, wir haben zu wenige. Ja. Auch wieso bin ich denn jetzt wieder blau? Oder wir hätte dieser Task nur 10 Sekunden länger gedauert, hätte ich gewonnen. Oder wir mal, es waren nur noch, es lebten noch 4 Leute. Ja, aber ich hatte meinen Kill-Count, der war fast weg, deswegen. Soll ich auch noch eine Learn-Task mehr? Ja, können wir. Also ich will kurz den Raum werfen, entweder wir erhöhen jetzt noch mehr die Tasks, oder wir machen weniger Tasks und nehmen doch 2 Imposter. Oder das könnte auch interessant sein. Oder den Imposter-Cooldown runter. Oder so. Also, just saying. Ja. Mhm. Ja, hat jetzt einmal, es hat noch nie der Imposter gewonnen heute, ne? Doch, ich glaube einmal gewonnen als Imposter. Naja. Ah ja. Gern geschehen. Immer noch Oso. Ja. Hauptsache, sie hat mehr als 727 Punkte. Haben wir direkt hier was? Ja. Das Benzinchen. Okay, das war's ja auch schon wieder. Wie geht das nicht auf? Jetzt nicht. Ach Gott. Ich hab nicht hingeguckt. Alles klar. War zu sehr darauf fixiert, Dinge zu tun. Hä? Ah, jetzt. Kurz vergessen, wie das hier geht. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist noch alles fesch, hier ist noch alles fesch. Niemand tot, oder? Also wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich schon jemand tot. Aber wir sehen es noch nicht. Guck mal kurz, ob ich ein paar Tote finde. Nee. Zumindest da nicht. Andy kommt von oben runter. Okay, alle kommen von oben runter gefühlt. Beides hier. Jetzt ist einer tot. Na, wo lag der? Xehan. Ja. Wie bist du so schnell eben da oben hingekommen? Nach dem Start. Ich habe einen Vent verwendet. Ich bin Engineer. Hm. Okay. Kein Mörder? Nee. Ich habe gesehen, dass ich einen Task im Reaktor hatte. Ich habe gesehen, dass da ein Vent ist. Ich habe gesehen, dass ich Engineer bin. Dachte mir, alle klar. Also wir waren ja irgendwie fast alle oben, also... Das ist korrekt. Wer war noch oben? Pfeiffer war noch oben? Ich konnte das so schnell im Doorlog nicht lesen, es waren fast alle. Wo war Benny jetzt? Also ich war im Reaktor, ich war nicht bei... Wo war Benny? Wo war Robju jetzt? Entschuldigung, Benny also hat... Robju war definitiv nicht dabei. Ich kann ja mal sagen, wo er liegt. Er liegt unter Cafeteria. Okay. Also ich habe auf jeden Fall am Ende oben definitiv Veit und Reggie gesehen.
Ach, der liegt unter Cafeteria, oder was? Ja. Also Nico war zum Schluss auf dem, auf dem Balkon, zwischen dem Hotel und Reaktor, ja, würde ich sagen. Da war ich auf dem Balkon, war ich gar nicht. Okay, krass. Da ja, muss ich war jetzt mit hin. Conan im Reaktor. Da war ich einmal ganz kurz oben in der Cafeteria, um den Müll rauszubringen und das war's. Da bin ich auch direkt wieder zurückgegangen. Kann ich nicht sicher sagen, wer das war. Also Robcho liegt halt bei der Task. Asteroiden abschießen muss. Ja, also dem linken, ja. Ist halt jetzt die Frage, ob er, wie lange er da schon lag, weil wie gesagt, jetzt zum Schluss war Nico auf jeden Fall nicht dort in der Nähe und ich, wo war ich eigentlich? Ich bin euch entgegengekommen, ich bin von links hochgegangen, ja. Ich habe auch viele Leute gesehen, aber Robby habe ich lange nicht mehr gesehen. Und Veit war am Admin-Table zum Schluss. Falsch. Ja. Ah, stimmt, Moment, du warst am Admin-Table. Achso, ja. Richtig, stimmt, genau. Stimmt, da war mit der Karte. Da. Genau. Und dann kam der Report. Aber das heißt, es könnten mehrere gewesen sein und dann hat woanders hingelaufen. Ja. Ja, erstmal skippen. Also das Doorlog war auch so chaotisch, da konnte ich so schnell nichts rauslesen. Ja. Am Doorlog kann ich nie was rauslesen. Du wärst erstaunt, Conan. So. Aber dann starten wir beim richtigen Raum. Können hier die ganzen Tasks machen. Was ist das? Buy Beverage. Ja, was soll ich kaufen? E3? Woher weiß ich, was ich kaufen soll? Hä? Oder muss ich alle kaufen? Ach, das Bild an der Seite hat gezeigt, was ich kaufe. Lol, ich kannte das noch gar nicht. Hä, ist die Task neu? Ich habe die nur literally noch nie gesehen. So, aber damit haben wir es jetzt, ne? Ja. Suchen wir Leichen. Da ist gerade Benny hochgelaufen, aber hier ist niemand tot. Auch niemand tot. Ich bin fertig, Nico. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Okay. Ja gut, bleiben wir hier stehen, wenn wir alle fertig sind. Xehan war es nicht. Kannst du nicht auch sagen? Er ist tot. Er war oben im Admin, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich laufe seit Ewigkeiten hier rum und langweile mich. Ja, ich habe jetzt auch gerade meine letzte Task fertig gehabt. Im Launchpad. Habt ihr auch gerade diese Handystörgeräusche gehört? Ja. Okay. Naja. Voll retro, das Geräusch. Habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ja. So, wo liegt jetzt die Leiche? In Admin. Ah. Unten links. In Admin. Den immer. Ja. Okay. Egal, wie laut ich auf meine scheiß Tastatur drücke. Aber ich krieg's nicht hin, dass die... Wir sind mit den Tasks auch scheinbar... Ich glaube, es fehlt uns so eine Task. Ja. Ja. Sieht eigentlich gut aus, ne? Da müsst ihr noch 2 Kills machen, um zu gewinnen. Das wird nicht. Ne, 3. Also, ja. Also, wir warten jetzt einfach aus. Ja, das ist nicht drin. Ich skip. Ja, dann skippen wir mal. Ja, ich wollte auch. Wenn nicht irgendein Geist trollt und keine Tasks macht, sollte das alles passen. Ja, Robcho macht safe nicht. Nein, Robcho spielt ordentlich. Das denkst auch nur du.
Haben wir alle hier keine Tasks mehr? Easy. Oh, cool. Cool. Wollte eigentlich einfach mal wieder mit euch reden. Das ist ja lieb. Ja, aber dann ist es Reggie, wenn du es nicht warst. Ich habe die ganze Zeit an dem Weil ich bin mit Benny hoch und habe den Dings gemacht. Und Reggie kam uns jetzt entgegen. Ja, ich war direkt hinter euch. Ich meine, Veit könnte spaßeshalber den Dings gedrückt haben, nachdem man Nico gekillt hat. Aber er klang doch etwas arg überrascht. Aber wieso sollte man überrascht sein? Ich meine, eigentlich ist das Sinnvollste, was man tun kann als Imposter. Nein, überrascht, dass Nico tot ist. Ja, das meine ich ja. Also ich würde auch sagen, dass ihr beide sein könnt, weil dann hättet ihr was gesehen. Genau. Aber wer hat jetzt seinen Task nicht fertig gemacht? Ja, ich hab alle durch. Ich hab auch alle durch. Ich auch. Dann hoffen wir, dass wir so gewinnen. Also, ich werde mich kurz outen und sagen, dass ich den Task nicht gemacht habe, weil ich dachte, wir kriegen noch ein bisschen Content, aber. Eieiei, Leute. Ich hab ein Beweisbild gemacht für den Fall, dass du mich in den Abgrund reißen möchtest. Ich hab Robcho im Geisterchat angedroht, dass ich ihn an Pranger stelle dafür. Sehr gut. Ja, Moment, ich bin versehentlich aus dem Chat-Spiel gegangen. Ja, kein Problem. Jetzt mal Real Talk, also die Runde wäre schon 2 Votings vorher fertig gewesen, wenn ich nicht meinen Task delayed hätte. Können wir bitte einen Imposter mehr machen? Danke. Ich hab ja. Reggie, ich wusste übrigens, dass du es bist, weil du kurz bei der Tür einfach angehalten hast und nicht weitergelaufen bist. Welche Tür meinst du? Die zweite Tür, wo du halt warten musst. Du hast so verdächtig 2 Sekunden lang dich gar nicht bewegt. Wenn wir einen Imposter mehr machen, erhöhe ich aber auch wieder die Wahrscheinlichkeit für die Rollen. Hast du mich gekillt. Ja, klingt gut. Ich hatte... Okay. War das ganz am Anfang? Ja, ja. Okay, weil da hatte ich noch nicht vor, irgendwen zu killen. Da wollte ich erstmal auf Vertrauensbasis hier machen. Wie funktioniert dieser Guardian Angel? Deswegen weiß ich nicht, wie ich... Wenn du tot bist... So viel weiß ich schon, aber wie lang schützt der? So 10 oder 20 Sekunden, nicht länger. Doch so lang? Wow. Ja, Nico, nee, 10 Nico, also hier steht 10 Sekunden. Ich hätte dich beschützen können, aber ich sind 10 Sekunden. Ich habe der letzte Kill, den hätte ich verhindern können, aber ich habe mich auf den anderen konzentriert, den ich retten möchte. Ach, guck mal, man kann hier einstellen, ob das Protect Visible to Impostors ist oder nicht. Musst du mich entscheiden. Ja, ja, mach doch an, ich finde die Info eigentlich ganz nett für Imposter. Okay. Ja, wenn wir jetzt mit 2 Impostern spielen, dann ist es vielleicht... Aber ich meine, das Ding ist, das kriegst du auch als Imposter so oder so mit, weil dein Kill-Cooldown sich ja zurücksetzt. Also ich weiß nicht, was das für ein Setting sein soll. Ja, richtig. Also wir mit Xehanort zusammen den Imposter auch nicht alle wegmachen. Ja. Ja, Kill-Cooldown. Es wird... Oh! Das ist auch interessant. Beim Noisemaker gibt es die Option, dass der Imposter den Alert nicht selbst mitbekommt. Oh! Ja, okay, das ist aber crippling für den Imposter dann. Ja, aber kann man theoretisch ausstellen, das ist ja krass. Interessant. Achso, das ist tatsächlich interessant, aber nee, lass das mal an. Ja. Interessant ist viel besser als Wüstensand. Ja. Leave Shapeshifting Evidence. Jetzt, oh, das klingt auch. Können wir bitte einfach weiterspielen? Robju und ich Imposter, das wird gottlos. Ja. Zuerst Conan, dann Nico. Ja, ich weiß nicht, also 2 Imposter bei 7 Leuten. So. Aber wir gucken mal. Es könnte jetzt halt wieder sehr schnell in andere Richtung für die Imposter gehen. Ne? Oh ja, moin. 2 Imposters among us. Ja, moin. Da bin ich direkt einer. Finde ich das jetzt gut? Ich weiß es noch nicht so richtig.
So, ich mache hier erstmal meinen neu gewonnenen Dingens. Wo ich jetzt endlich gelernt habe, wie das geht. Und dann killen wir Robju, dass der schon mal raus ist. Okay, ja, wo Benny ist am Start. Gut. Dann können wir problemlos Robju killen. Wo ist er hin? Ah. Tschüss. Da kann ich problemlos wieder hochkommen. Benny ist ja bei mir. Können wir auch mal die Karte hier durchziehen. Okay. Hallo. Nö. Hallo. Ich habe mal den Knopf gedrückt, weil ich gerade auf den Vitals, also ich bin Doktor, ich habe gerade auf den Vitals gesehen, dass Robju gestorben ist. Okay. Ich weiß nicht, wo der liegt. Ich habe das nur gerade gesehen. Also der ist seit, ich sag mal, 20 bis 25 Sekunden tot. Ich weiß nicht, ob er so schlau ist, an den Knopf zu drücken. Das macht dich ein bisschen sass, finde ich. Weil jetzt wissen wir halt nicht, wo er gestorben ist. Und das ist halt eine Map, wo man ziemlich rausfinden kann, wo die Leute sind. Ja, ich wollte ihn nicht suchen, weil wir etwas unter Zeitdruck stehen, weil wir zwei Imposter haben. Finde Dredgys Argument gar nicht so schlecht. Deswegen bin ich zum Knopf gelaufen, weil ich nicht riskieren wollte, dass jetzt noch jemand stirbt. Hm. Weiß nicht, das wirkt, als würdest du was unter den Tisch kehren wollen. Nein. Kann denn irgendwer nur anmerken, falls ich wende, ich bin kein Killer. Hat irgendwer deinen Robju gesehen? Nö. Nein. Also er ist in die Cafeteria gekommen. Da war ich mit Benny eine Zeit lang, aber dann sind wir wieder rausgegangen. Genau. Bin dann hoch zu Admin. Hab den Code eingegeben. Mit der Karte halt. Benny habe ich auch oben einmal gesehen, ja. Ich war die ganze Zeit im Greenhouse. Ja, oben habe ich am Ende noch Benny und noch wen gesehen. Weiß mal. Also wenn du jemanden in Admin gesehen hast, ich war am Schluss noch in Admin. Also wenn niemand Robju gesehen hat, würde ich jetzt einfach mal schlussfolgern, der hat die Cafeteria oder den Balkon nie verlassen. Also. Und du, aber der Knopf zum Drücken ist doch in der Cafeteria. Das ist korrekt, aber ich bin schlussstracks zum Knopf gelaufen, ohne auch mal danach zu suchen. Mhm. Ich möchte übrigens noch eine Sache sagen, und zwar habe ich noch die Medbay-Task, wo ich beweisen kann, dass ich Crewmate bin. Und wenn sich jemand überzeugen möchte, dann kann er mit mir kommen. Wo warst du denn am Ende, Benny? Ich bin jetzt beim Upload. Im Büro. Genau, im Büro. Ja, der ist auch irgendwo da oben. Da war ich auch gerade. Okay. Also ich gehe jetzt direkt zum Medbay. Schön, wenn jemand kommen würde, der nicht Imposter ist. Ich komme mit. Oh Gott. Ja, oder? Glaube nicht. Dann komme ich nicht mit. Ja, viel Spaß. Also mit Fliegen. Das war ein guter Vote, muss man gestehen, ne? Gut. Dann gucken wir doch mal zu. Ich habe gesagt, keine Imposter soll mitkommen. Ey, ja, mit euch kann auch nicht mehr spielen. Das wird ein Imposter ja tun. Ich will kurz anmerken, das wäre so ungefähr der schlechteste Imposter-Player aller Zeiten gewesen, diesen Knopf zu drücken in dem Moment. Ich frage mich gerade, wer hat Xehanort gevotet? Ich. Reggie und Conan, glaube ich. Ich fand das gut, dass Conan so schön darauf eingestiegen ist, dass es ja voll keinen Sinn macht, das zu machen. Hm. Ja. Und auch, und Conan und Reggie waren Conan und Benny waren die bei der Cafeteria waren, ja. Und ich habe ja schon gesagt in meiner Schlussfolgerung, dass Robju da liegen muss, aber gut. Ich fand die Ansicht, okay, kann man vertreten. Ich fand nur das direkt voten, fand ich ein bisschen. Zu früh einfach. Das hätte man auch vielleicht später machen können. Ich habe auch einfach damit gerechnet, dass die meisten skippen würden. Ich sag's. Das Problem ist, dass du zwei Imposter, die theoretisch beide sich reinlocken können. Ja, da hast du recht. Im Prinzip wollte ich ein Statement setzen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich schon so weit kommt. Passiert. Schlechtes Statement. Also das ist tatsächlich meine initiale Reaktion in solchen Setups, wenn ich sehe, dass jemand tot ist, ich gehe zum Button. Ja, also es...
zwei Imposter waren es für euch jetzt halt schon sehr schwer, ne? Ja. Ja, Conner, also ich hatte einfach Glück. So. Das Ding ist, ich habe halt sogar Benny gewotet, aber ich wollte jetzt noch nicht noch krasser sagen, ich denke, dass es Benny ist, weil dann hätten mich noch mehr Leute gewotet. Mhm. Weil ich schon irgendwie gemerkt habe, dass die Stimmung so ein bisschen gegen mich war, aber ja, ich konnte halt nichts machen. Ja, ein Imposter nutzt das natürlich dann aus. Ja, und ich dachte mir schon, dass Reggie nicht der Imposter ist und das einfach falsch verstanden hat, aber ist okay. Aber warum nicht? Ich habe keinen einzigen getötet. Ja, aber ich habe mir, also ich habe mir gedacht, worauf du liegt, und in der Story waren Conan und Reggie ja, Conan und Benny ja da in der Nähe, und dann, naja, egal. Ja. Ja, ich habe Conan gewotet, hatte natürlich recht. Ja, ich hätte auch Conan voten müssen, aber egal. Ja, scheiß drauf. Ja, genau, dann hättest du deinen eigenen. Ja, dann hätten jedes Mal unsicher und dann auf einmal, ja klar, das finde ich auch sehr verdächtig. Dann hätten wir einen Teil gehabt, ja, ist okay, egal. Mapwechsel oder bleiben wir in Mira? Ja, geht auch drunter. Was? Mapwechsel oder bleiben wir in Mira? Ich denke, zwei Imposter auf dem Airship sind es vielleicht noch ein bisschen schwieriger als in so einer kleinen Map wie Mira. Also, ich finde das so viele Imposter eigentlich richtig gut, glaube ich, erstmal. Wir können auch Mira bleiben, mir ist es egal. Wir haben ja erstmal nur eine Runde gespielt, ich würde das erstmal so lassen. Oder? Lass mal vielleicht nochmal eine Runde Mira machen und dann vielleicht Airship, oder? Okay. Ja, ja, aber wir können da noch hochstellen, oder? Weiß dann 20. Mira, Max. Ja, Kill-Cooldown hochmachen wir die auch in der nächsten Runde. Oh ja, auf jeden Fall. Bei der letzten Runde sind wir. 2 Minuten, okay, alles klar. What? Benji, ist es. Nein, ich. Hi. Hä? Exakt die gleiche Konstellation. Ja, okay. Was zur Hölle? Das ist unfassbar. Alter, exakt die gleiche Konstellation. Ja, gut, ne? Gucken wir mal, was passiert. An der Stelle. Oh. Hä, was hat denn der Rad gemacht? Hab ich mitbekommen. Hab ich gar nichts mitbekommen. Kann ich überhaupt einen Task machen? Ich weiß es vielleicht gerade gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, ob ich was machen kann. Hier kann man auf jeden Fall was machen, das weiß ich. Nice. Der Double Kill. Ja, pass auf, dann geht Fight noch drauf und dann haben wir's. Ey, ich. Aus dem Augenwinkel beobachte ich, weil ich denke, okay, Nico wird jede Sekunde wahrscheinlich sterben, weil ich dachte, Conor muss gewendet sein. Und dann kommt Benny von hinten an und er sticht mich. Weil ich ziemlich frech. Einfach genau die gleiche Konstellation wieder. Ich hab einfach nichts gesehen. Das fand ich jetzt nicht so fair. Also der Kill-Cooldown muss auf jeden Fall hoch. Ja. Viel höher, ja. Wer waren die beiden, die bei Seismic noch hingegangen sind? Benny und ich. Und wer hat dich gekillt? Also mich hat niemand gekillt. Also ich glaube, Robju, du und ich, wir waren die beiden, die zwei versus zwei, wir waren die beiden, die noch lebten, und dann halt Benny und Conan. Ehrenvoll, dass ich am Leben geblieben bin. Ich würde Conan vielleicht eher auf 40 Sekunden setzen. Quasi, dass es fast unmöglich ist, am Anfang 2 Kills zu machen, bevor er gefunden wird. Ja, würde ich auch sagen. Und dann bitte auch eine andere Map tatsächlich. Also ich glaube, ich würde dann eher für Airship votieren oder so. Ich glaube, dann ist das Lustige wieder, ich habe gar nicht gecheckt, dass da Benny auch ist. Ich habe Nico gekillt. Und dann gehe ich da vom Balkon hoch. Und dann killt gerade Benny Reggie. Nee. Ja. Ich bin vom Rektor aus vom Balkon gewendet. Ich dachte, ich hätte 300er IQ, weil ich dachte, dass Conor mich nicht gesehen hat.
Und dann kommt Benny einfach an. Ja, Conan hatte ich auch nicht gesehen. Ja. Ich dachte mir schon so, entweder bist du Nico oder Reggie und... Genau, haben wir es so gemacht. Ja. Bin ich auch rausgehüpft und... So, Airship, okay. Ja. Ich hatte Nico auch quasi direkt ausgeschlossen, weil er sich sowas von uns das verhalten hat. Das ist nicht das Airship, aber okay, können wir von mir so machen. Oh, ja. Ups. Nico ist gleich wieder da. Wie lange geht die Aufnahme schon? 35. Also, ja, Nico muss nochmal kurz seiner Freundin zeigen, wie man richtig Uso spielt, ey. und zwar indem man auf Modus klickt und dann Taiko anmacht. Richtig, und dann die Kreise zum Takt auch drückt. So, du meinst, indem du auf Modus klickst und der Mania anmachst, als da. Mania? Ich meine, indem man ins Hauptmenü geht, auf Close geht und dann sein DS aufmacht und dann Oso Tatakai Oin dann spielt. Richtig. Achso, warte, du meinst, indem man das Spiel ausmacht, rausgeht und Gras berührt. Und wie war sonst euer Tag so? Furchtbar. Ja. So, ich bin wieder da. Hab festgestellt, dass mein Leben zu Ende geht, ansonsten alles okay. Jed schreibt da in den Chat, sehr gut. Jed. Okay, let's go. Also was spielen wir jetzt? Among Us, okay. Ja. Achso, ich dachte, wir spielen Oso. Dachte ich auch, ey. Achso, wir spielen jetzt mehr Spiele Oso. Alles während klar. Wir scheiß Among Us spielen, dürfen andere einfach Oso spielen, das ist schon, ja? Ja. Musst du bei Conan kommen. So, ich habe wieder hier auch alle Tasks vergessen. Aber da ist doch schon mal einer. Das war's hier in der Ecke auch schon. Okay. Ach Gott. So, ich habe hier eingegeben. Muss halt immer noch zur anderen Seite. Okay. Mein Gott, ist die Map riesig. Okay. Ich möchte einerseits fragen, warum Robbe erst die ganze Zeit nicht in das Ding aktiviert hat, und ich möchte fragen, wo Nico am Ende war. Ich habe die ganze Zeit meine Schalterzahlen da oben eingegeben. Es hat nur 4 Mal gedauert oder so. Ich glaube, Nico kam gerade mit mir zusammen zu dem linken Teil. Nee, ich bin... Ja, ich... Okay. Ich bin gerade von der Main Hall unten raus hoch zu Records und dann nach links. Ich wollte da jetzt rüber. Sorry, dann wer war denn mit mir am Ende noch bei dem linken Crash-Posting? Warst du das, Benny? Naja. Okay, du bist dann hochgegangen, sorry. Ich bin nach links weitergegangen. Sorry, dann habe ich Benny und Nico verwechselt. I'm sorry, dann war es Benny. Ja, alles gut. Also, wir müssen aber jetzt einmoten. Ja, also ja. Ich kann mal kurz was erklären. Und zwar, erst war Conan im Gap Room, auf der rechten Seite. Correct. Er ist dann irgendwann weggegangen, da kam Rocky stattdessen. Er hat das Ding aber nicht gemacht, da stand die ganze Zeit nur von 2. Ich habe es aus der Ferne gesehen. Dann habe ich gesehen, Nico war in Records. Da gehe ich nochmal zu Robju. Er tut immer noch nichts. Da gehe ich wieder zu Records. Du musst halt 5 Zahlen eingeben. Reggie, magst du mal eine Frage beantworten? Aus welcher Richtung kam Robju? Von rechts. Das weiß ich nicht mehr. Das... Ich habe Conan nämlich einen Tracker verpasst und der ist nämlich rechts irgendwo stehen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass er da gestorben ist. Gestartet in Cargo Bay, habe da eine Task gemacht, dann bin ich zu den Toiletten, ja. Hab da und dann zu den Records. Und dann sind mir da Conan und Reggie begegnet, bin ich da unten gelaufen, habe dreimal
oder viermal die Zahlenkolonne eingegeben, bis das dann gefixt war. Also ich würde sagen, entweder es war gerade ein Self-Report von Reggie oder es war Robchu, weil einer von euch beiden muss den dann gekillt haben. Also ich kann es nicht. Ja, warte, also ich glaube, es war Nico, weil ja, er war die ganze Zeit in Records und er hätte easy halt so Cargo Bay, also nochmal die Leiche liegt zwischen Lounge und Cargo Bay, quasi in der Tür da. Richtig. Und ich glaube, er hätte easy da hingehen können, ihn killen können, zurückkommen können. Ich glaube, er hat sich auch ein bisschen bewegt. Richtig. Deswegen würde ich für Nico voten. Da war ich gar nicht, hattest du nicht Fight reported? Ich glaube ja. Aber ja, genau, deswegen. Da beide fast die gleiche Farbe. Nein. Und Colin lag halt noch weiter reported. Rechts, deswegen habe ich Robchu gewotet. Ja, okay. Aber es ist egal, weil wahrscheinlich sind wir beide unschuldig. Nico ist raus. Sehr gut. Nee. Dankeschön, Leute. Das war schon mal richtig. Oh Gott, der fucking Safe. Den haben sie ja verändert. Der funktioniert jetzt ganz anders. Kann das sein? Die zwei wieder weg. Verstehen doch nicht mehr. Ich kann den Safe nicht mehr. Also 2. Fünf. So, und von der 5? So drehen oder was? Also 2 so drehen. Hä? Jetzt bin ich bei der 5 und jetzt soll ich zur 1. Doch auf der. Jetzt bin ich. Okay, ich drehe zur 2. Ich drehe zur 5. Ich check's nicht. Das Problem ist aber, wenn ich's nicht checke. Oh, das ist ungünstig. Okay, Reggie, ich glaube, du bist unschuldig. Okay. Du hast die Zahlen reingegeben und ich glaube, Xehanort war der andere, der es getan hat. Ja, also ich habe gesehen in Vitals, dass 2 Leute im Cockpit sind. Mhm. Meeting Room. Und deswegen bin ich mal dahin gegangen. Und also da du bei mir warst, kann ich dich ausschließen und da muss Benny sein. Ja, das ist okay für mich. Ich und du eigentlich, Reggie. Hm? Gefixt haben wir beides aber eigentlich. Ja, ich bin ganz rechts. Ja, ich stand aber neben dir, Benny. Also ich hätte es gemacht, wenn du es nicht gemacht hättest. Ich hab's ja aber gemacht. Wie geht dieser Scheiß safe? Ja, du musst halt, bevor der Kill passiert, diesen Knopf drücken. Ich will kurz anmerken, danke dafür, Reggie, dass du Nico gesehen hast. Ich hab den da überhaupt nicht gesehen. Okay. Weil ja, ich dachte, ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass es Robchu war, weil ich der Nico da nicht wahrgenommen habe in der Szene. Ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass es Nico und Robchu sind, weil. Aber naja. Ich habe die Zahlen mehrmals eingegeben, wirklich. Bei mir stand die ganze Zeit nur von 2, deswegen. Das Problem ist, aber das Ding ist, ich habe die Zahl da vorher schon. Habe ich die Zahl eingegeben, dann stand da immer noch, linke Seite macht nichts. Ja, auf der rechten Seite habe ich die Zahlen ja schon eingegeben, deswegen war die Seite fertig, deswegen bin ich auch gegangen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass Robchu dann, als du gegangen bist, Conan an dir vorbeigelaufen bist und dich dann im Laufen gekillt hat. Ah. Wie bist du denn gestorben, Conan? Ja, Nico hat mich gekillt, einfach drüben beim Cargo. Okay, jetzt war tatsächlich Nico. Ja. Ach, drüben beim Cargo, okay, ja gut, dann bist du noch weitergegangen, nachdem du den Tracker
Nachdem ich den Tracker verloren habe. Okay, gut. Ja, das ist die Info, die mir dann fehlte. Okay. Ja, okay, verstehe. Ja, also ich war wirklich nicht in dem Bereich, nicht in dem Bereich, wo Reggie gesagt hat, wo du gewesen wärst. Okay, cool. Ja. Okay. Nice. Ja, weil ich hab dich da nämlich auch nicht gesehen, deswegen dachte ich halt, es müsste Robcho sein. Aber wie funktioniert dieser Safe? Ich hab keine Ahnung. Ja, du musst halt die Person markieren, die da umrandet, dann musst du drücken, bevor der Imposter den Kill überhaupt versucht, sonst ist der schon tot halt. Am besten. Aber nein, nicht, ich meine das Objekt Safe. Die Task safe. Ich kann's nicht. Tresor. Ja. Und dann musst du in die Richtung. Genau, also du musst in die Richtung drehen, die da steht, und dann bei der Zahl, die da steht, stoppen und dann die nächsten machen und dann am Ende einmal das Ding aufdrehen. Da steht jetzt da stand zum Beispiel 2 und dann war so ein Pfeil nach rechts. Genau, dann musst du jetzt nach rechts drehen, bis du zu 2 kommst. Genau, von deiner aktuellen Position nach rechts drehen, bis du zu 2 kommst. Aber hat dieses Rad dann daneben irgendwas zu tun? Ja, das Rad drückst du am Ende, nachdem du die komplette Kombination einmal durchgegangen bist, dann drehst du das Rad und dann geht das Safe auf. Wieso kann ich denn dieses Rad überhaupt dann drehen? Ja. Ja, also, weil du es am Ende drehen musst, um den Safe zu öffnen, habe ich doch gerade gesagt. Okay. Ich bin gespannt, ob ich das nächste Mal. Das Problem ist nämlich, wenn ich den Task nicht hinkriege, dann kann man nicht über Task gewinnen. Ja, der Task ist aber auch nicht einfach, da habe ich auch das Switch auch lange gebraucht. Ich bin gespannt, ob ich das nächste Mal hinkriege. Also du drehst, also nochmal zum Beschreiben, du drehst erst das Rad mit der Kombination und dann am Ende das große Rad, um den Safe zu öffnen. Ja, aber also ich habe das Rad mit der Kombination gedreht, da stand 2 nach rechts, dann habe ich 2 nach rechts, dann war unten eine 5. Nee, und das ist falsch, du musst nach rechts drehen, bis der Pfeil auf der 2 ist. Moment, sag nicht, es ist falsch, weil weil es kam ja dann die nächste Zahl und wenn es die nächste Zahl anzeigt, dann muss es doch passen. Genau, wenn die nächste Zahl kommt, machst du die nächste Zahl und dann die nächste und dann drehst du das große Rad und dann hast du es geschafft. Ja, das habe ich, also, aber der hat mir dann zum Beispiel die letzte, die 1 hat er mir dann irgendwie nicht angenommen. Stattdessen hat er mich wieder zurückgeschickt, so nach dem Motto, jetzt hast du es falsch gemacht, hier dann war du zu weit. Ja, dann hast du zu weit gedreht, das ist tatsächlich relativ genau. Du darfst den nicht überdrehen. Genau. Jetzt sehe ich aus wie Nico. Okay. Mach doch mal richtig. Echt mal. Morgen als Anfänger, ey. Ja. Neuling. Red einfach das. So, mal gucken, ob wir wieder den Tresor machen müssen. Ich hoffe nicht. Aber wir werden sehen. Wir gehen gleich mal hin, denn falls wir den machen müssen... Okay, wir müssen ihn nicht machen. Schwein gehabt. Dann hätte ich ihn gleich gemacht, damit er weg ist. So. Muss bis hoch, ne? Naja. Ach, das ist der Stromschrank. Genau. Okay, jetzt ist es ganz viel auf der linken Seite. Ganz, ganz viel ist auf der linken Seite. Hä? Muss ich da oben durch? Ah, hallo Nico. Ich muss ganz nach links. Okay, gehen wir ganz nach links. Hallo, Reggie. Oh, ich hätte nicht mal dieses links gemusst, sondern hier hoch. Na gut. Das war nicht so gut. Bin ich meinem Tod entgegengelaufen? Ja. What? Ja gut. Haben wir nicht einen Kill-Cooldown höher gedreht? Eigentlich schon. Ja. Wahrscheinlich hat Nico direkt einen gekillt und ich zwischendurch auch. Ja. Ist er abgelaufen. Ich hatte nämlich ich stand gerade an Vitals und eben als ich an Vitals stand, war erst einer tot. Dann habe ich den zweiten tot gesehen und dann war ich gerade auf dem Weg zum Button und dann waren plötzlich 4 tot, was? Ah nee, wir sind nur sieben Leute, stimmt. Ja, nach 3 tot ist vorbei. Also ich habe 2 gekillt. Hat jemand in der Küche jemanden gekillt? Ja, ich. Ja, mich. Auf der Karte gesehen, aber in der Zeit dahin kommen ist einfach unmöglich. Und vom Knopf war ich auch sehr weit entfernt. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob Airship wirklich die richtige Map ist für ein Post-7-Spieler. Nicht schaffen können, leider. Aber ich habe gesehen, da wurde wahrscheinlich gekillt, aber ich konnte nichts mehr machen. Also der Kill-Cooldown muss dann halt noch viel höher tatsächlich.
Ja, auf der Map auf jeden Fall. Weil ich fand eben die Runde war, glaube ich, war relativ gut gebalanced, aber die hier war jetzt ja komplett geisteskrank einfach vorbei. Es ging schnell, ja. Ja, ja, einfach nochmal höherer Kill Cooldown, wir versuchen das jetzt zu balancen. Okay. Ich bin auf 45, oder? Oder 50, ich bin auf 50. Ist aber 50. Minuten. Ich noch Minuten. 50 Minuten Cooldown, ja. So. So. Ach, ich bin wieder im Poster. So. So. So, Leute. So, safe. Ein Safe, sehr gut. Ja, dann gehen wir kurz Zahl eingeben. Gut. Na, dann fahren wir gleich rüber, wenn das Ding eh schon da ist. Fahren wir gleich eine Runde rüber. Alles klar, Nico ist wieder im Poster. Aber ja, gut, ich meine, bei 7 Leuten ist das natürlich wahrscheinlich, dass man. Bitte nicht 2. Ach, Scheiße. Oh. Ah, in der Küche. Also, Veit ist schon sehr, sehr lange tot. Du hast Veit gefunden, ne? Einen dunklen Typen, ja, müsste Veit sein. Ja, ja, das okay. War Veit. Okay, Conan war eben noch mit mir. Wir waren auf der rechten Seite vom Gap Room und haben den Code eingegeben. Und dann ist er über die Plattform nach links gegangen. Und ich war dann erstmal bei den Duschen. Und deswegen, das ist wahrscheinlich so 15, 20 Sekunden her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Fight ist schon sehr lange tot. Also ich bin im Main Hall gespawnt und bin dann durch Electric gegangen, habe auf dem Weg einen Task gemacht und bin dann sofort zu Vitals gegangen, da war Fight schon tot. Hat irgendjemand gesehen, wo Fight hingelaufen ist? In welche Richtung? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also der, wie gesagt, Fight war ganz am Anfang schon tot. Ich habe wirklich nur Robyu und Conan gesehen, ganz am Anfang. Wir sind in Cargo Bay gestartet, richtig. Ja, dann halt Conan, als ich ihn... Conan ist selbst wieder Task gemacht. Ja, und sonst habe ich niemanden gesehen. Also ich bin am Anfang mit in der Kirche gespawnt, aber ich bin dann direkt hoch zu Arsenal. Okay. Zum Cockpit. Dort die Task gemacht und dann ging Alarm los, hab auch gemacht. Auf der linken Seite. Dann, als ich vorbei war, dann bin ich mit Conan entgegengekommen, das 30 Sekunden. Und bin jetzt gerade in Electrical. Und Nico? Also, was hat Nico denn gemacht? Ich war jetzt am Ende in Vault gewesen. Okay. Vorher also, war hast ich du Conan also gesehen aus Richtung vorher Engine noch? Room gekommen. Hast du Conan gesehen? Nein. Weil der müsste ja genau da gewesen sein. Eben. Er war zuletzt halt da, aber da wir... Naja, ja, er könnte ihn theoretisch gesehen haben, wenn er noch 2 Sekunden mehr Zeit gehabt hätte, um nach unten zu laufen, aber also ich glaube nicht, dass Conan im Vault war. Ich wollte jetzt Nico, der hat so lange überlegt gerade, als wir ihn gefragt haben, ob er Conan gesehen hat. Ja, er war auch so leise die ganze Zeit und er müsste ihn eigentlich gesehen haben, wenn er da war. Und Robyu würde ich einfach jetzt nicht ausschließen, aber für weniger dringlich denken. Sehr gut. Weil er am Anfang mit Conan zusammen war. Genau. Okay, da habt ihr schon mal den richtigen rausgevotet. Conan war zwar nicht im Vault, aber Conan muss noch in den Vault. Ach nee, jetzt zählt es da oben. Nee.
Ja, geil. Irgendwo hier drüben hatte ich Tasks. Hier. Hier nicht. Hier. Nee, das ist Admin. Oh, wo habe ich noch Tasks? Oh, sind sie wieder da. Sie sind wieder da. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir die Tasks wieder runterstellen. Wobei ich meine ja auch gleich habe, also... Aber die brauchen halt nur noch einen Kill. Ich verstehe nicht, dass ein Imposter gerade für einen Kill so lange braucht. Er müsste ja einfach wirklich nur killen. Oder sehe ich das falsch? Weil selbst wenn er jetzt vor Zeugen killt, ist doch durch, oder? Ach nee, es ist ja, Nico ist ja schon raus. Nee. Never mind, er braucht noch 2 Kills. Alles klar. Das macht alles nur Sinn, wenn es Benny ist. Ich wollte einfach mal gucken, ob irgendwer gestorben ist. Das macht tatsächlich nur Sinn, wenn es Benny ist. Oder ist es einer von euch beiden, also Robcho und Reggie, und ihr tötet einfach nicht aus irgendwelchen Gründen? Also ich war ganz, ich habe immer mich an Benny geklemmt und das war nichts. Ich habe mich zwar auch an Reggie geklemmt, okay, fair enough, aber du warst doch mit Reggie irgendwann mal oben bei Meeting Room, oder? Ich, ja. Ja, ganz am Ende war er bei mir, ja. Dann würde ich tatsächlich tippen, dass das wirklich nur dann logisch ist, wenn Benny der Imposter ist. Also ich war zumindest sowohl mit Robcho als auch mit Reggie mal eine Zeit lang alleine, also... Und Benny habe ich nur einmal kurz gesehen, als ihr drei alle zusammen wart. Und wenn es Benny nicht ist, dann würfeln wir. Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt jemanden rauszuvoten. Ich vote Skip, tatsächlich. Ich würde tatsächlich auch skippen, weil... Aber ich verdächtige auch Benny am meisten, tatsächlich. Ja, das würde ich auch, aber ich denke, das ist zu riskant, weil wenn das nicht ist, dann sind wir drei Leute und dann ist absolut, es absolut. Wenn das nicht ist, haben wir ein Problem. Ja, deswegen würde ich skippen. Okay. Ja, ich weiß es tatsächlich groß. Selber nicht und ich will ja, jetzt auch gut. Nicht mehr den Geist anschalten, das heißt das zu spoilern. Ja, okay. Ach ja, muten, stimmt. So, hier haben wir noch was. Haben wir da unten noch was? Ey, wir hatten alle Türen zugemacht. Mein Gott. Oh, das war's. Jetzt bin ich wirklich fertig. Jetzt bin ich wirklich fertig. Ja, okay. So, und jetzt hat Benny noch 50 Sekunden, um den nächsten Kill zu setzen. Bevor Robcho entdeckt wird oder jemand wieder Dings macht. Puh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Der braucht nur noch einen Kill, Leute, das wisst ihr aber nicht. Der braucht nur noch einen Kill. Sobald der Cool-Countdown weg ist, war es das für euch. Ja. Das schaffen die nicht mehr.
Der Kill kommt gleich. Ja. Digga, danke. Also, warum macht ihr keinen Emergency-Button und wurde den einfach raus? Junge. Ich konnte nicht. Sehr gut. Hab doch gesagt, der ist es. Ich dachte, ihr wärt die ganze Zeit zu dritt zusammen. Ich wusste nicht, dass Robsche tot war. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Ihr braucht jetzt nur noch 50 Sekunden abwarten und wenn ihr nicht merkt, dass Robsche tot ist, dann seht ihr keine Gefahr in ihm. Und dann ich wollte die ganze Zeit checken. Okay, ich gehe zu Vitals. Ach, kann ich nicht. Komm, es ist kaputt. Okay, ich guck mir die Kamera an. Kann ich nicht. Komm, es ist kaputt. Ja. Ich will meine Tasks machen. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Komm, es ist kaputt. Also, okay, komm, es kaputt machen war sehr smart. Und ja, ich muss mal gerade eine Rolle aussetzen. Ich war gleich wieder da. Ja, wir haben eine Stunde voll. Also, wir machen den Part jetzt erstmal zu Ende. Also, ich war die ganze Zeit am Anfang ich war am Anfang bei Vitals der Runde. Und dann musste ich, um einen Task zu machen, ganz zum Cockpit rüber und alle Türen waren zu. Und das Problem ist, ich spiele nie wieder auf dem PC. Auf dem PC die Türen aufzumachen mit der Keycard ist mein Tod dumm. Ja. Also, auf dem Controller sind das zwei Klicks, ey. Auf dem PC diese scheiß Karte da durchzuziehen, das bockt ja gar nicht. Bad Read. Too fast, too slow. Ich hab die ganze Zeit Bad Read gehabt. Tatsächlich. Mein Gott. Da macht er einfach alle 20 Sekunden die Comms kaputt. Ich bin gar nicht. Ich hab die Zeit vergessen, da als ich die ganze Zeit die Karten fixen war, sonst wäre ich auch schon zu Button gegangen. Ja, aber also ja. Wisst ihr jetzt, wenn alle Türen zugehen, dann bin ich. Ja, das war ja, maximal nervig. Ich fand das persönlich quatschig, Benny nicht zu wählen, aber naja. Also die Türen und ja, ich dachte mir auch, dass er es ist, aber die Türen und die Comms auszumachen war smart. Ja, also ich fand das mit den Comms, das war gut, ja. Ja. Sowas wird Conan nicht machen. Apropos Dinge, die Conan nicht macht, wie sieht's mit der Aufnahme aus? Ja, wie gesagt, wir können jetzt hier den Part beenden. wir sind bei einer Stunde. Tschüss. Gut, danke fürs Zuschauen. Abonnieren. Und tschüss. Liken, abonnieren, subscriben. Kommentieren für den Algorithmus. 5 Sterne. Tschüss. 5 Sterne.